Das sind Lara und Michael. Beide arbeiten in der Pflege und beide sind irgendwie geknickt. Unzufrieden trifft es vielleicht sogar noch besser. Sie finden, dass ihr Beruf nicht angemessen vergütet wird und auch, dass sie sich um jeweils viel zu viel Pflegeempfänger kümmern müssen. Lara und Michael verstehen einfach nicht, warum Mediziner und Juristen die Pflegequalität beurteilen und nicht die Personen, die die Pflege machen. Warum ist das Gesundheitssystem so, fragen sie sich. Und warum haben sie keinerlei Einfluss darauf? Zwei Kollegen aus der Pflege, Mira und Frank, haben Antworten auf diese Fragen und verabreden sich mit Lara und Michael zu einem Informationsaustausch. Eins vorweg, es ist gar nicht so, dass Pfleger keinen Einfluss haben, denn es gibt ja die Pflegekammern. Aber eins nach dem anderen. Was ist eigentlich das Gesundheitssystem? Das Gesundheitssystem ist ein komplexes Netzwerk von medizinischen Dienstleistungen, Versicherungen und Regulierungen, das darauf abzielt, die Gesundheit der Menschen zu erhalten und zu verbessern. Es umfasst Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken, Krankenversicherungen und staatliche Gesundheitsprogramme. Die Infografik zeigt, wie viele Beteiligte es genau sind. Durch das Gesundheitssystem erhalten Menschen eine medizinische und pflegerische Versorgung. Ärzte und Krankenhäuser bieten medizinische Dienstleistungen an und werden von den Versicherungen oder den Patienten selbst bezahlt. Das Gesundheitssystem hat das Ziel, allen Menschen den Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Dabei gibt es große Herausforderungen, zum Beispiel die Bewältigung von Epidemien, die Sicherung der Finanzierung, die Bereitstellung gleichberechtigter Zugangsmöglichkeiten und die Integration neuer medizinischer Entwicklungen. Eine Schlüsselrolle in dem System spielen Pfleger und Pflegerinnen. Und das ist eine gute Überleitung zur Pflegekammer, die nämlich das Bindeglied und auch das Sprachrohr aller Pflegefachpersonen ist, erläutert Mira, die in der Pflegekammer sehr aktiv ist. Die Pflegekammer ist eine berufsständische Organisation, die sich in erster Linie um die Interessen und Belange der Pflegekräfte kümmert. Sie fördert die berufliche Selbstverwaltung der Pflege und vertritt die beruflichen Belange der Pflegenden gegenüber Politik, Gesellschaft und anderen Akteuren. Im Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem spielt die Pflegekammer eine wichtige Rolle, da sie dazu beiträgt, die Qualität der Pflege zu verbessern, die Arbeitsbedingungen der Pflegenden zu gestalten und die Professionalisierung des Pflegeberufs voranzutreiben. Und damit kann man als Pflegefachpersonal eben sehr wohl Einfluss auf das Gesundheitssystem nehmen, wie eingangs erwähnt. Pflegefachpersonen engagieren sich bereits in einer Vielzahl von Gremien und Arbeitsgemeinschaften und platzieren ihre Themen in der Politik, gemeinsam für die Pflege aus der Pflege heraus. Für alle Pflegefachpersonen, die in NRW wohnen oder arbeiten, ist die Pflegekammer NRW zuständig. Ganz schön viel Infos fürs Erste, finden Lara und Michael. Aber wie toll, dass sie das jetzt wissen und damit auch wissen, dass sie die Zukunft mitgestalten können. Mira und Frank haben auch angeboten, dass sie sich weiter dazu austauschen können und dann weiter ins Detail gehen. Spannend! Lara und Michael freuen sich darauf und finden, dass das eigentlich viel mehr Leute wissen sollten. Und deshalb dieser Film.